Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das neue Alster Radio 106.8 Rock'n'Pop. Hier ist der Treue-Test. Maren und AC, hallo. Ja, hallo, schönen Tag, hier ist der Stefan. Ich möchte gerne einen Treue-Test machen mit meiner Frau. Und zwar, wir sind jetzt 15 Jahre verheiratet. Und in letzter Zeit läuft da irgendwie gar nichts mehr. Also seit 3 Monaten haben wir auch keinen Sex mehr. Und aber auch nicht nur der Sex, sondern, also wie gesagt, sie ist irgendwie ganz komisch geworden. Wir machen nichts mehr zusammen, überhaupt nichts mehr. Sie ist irgendwie total verwirrt in letzter Zeit. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Ich glaube, dass sie einen anderen hat. Weil, wie gesagt, läuft nichts mehr, machen nichts mehr zusammen. Und sie redet eigentlich nur noch irgendwie ganz wirres Zeug manchmal. Was heißt das, sie redet wirres Zeug? Ja, wenn ich sie anspreche oder so, dann kommt irgendwie, wenn ich sage, wir wollen was essen gehen oder so, dann also sie blockt da völlig ab. Das ist ganz, ganz komisch. Das war vor früher nie so. Also auch wenn Sie direkt ansprechen, was sie hat, kommt nichts raus? Nee, überhaupt nicht. Also ich kann sie darauf anreden, ansprechen habe ich auch schon gemacht. Und alles Mögliche probiert, dass wir mal miteinander reden, aber da kommt überhaupt nichts Vernünftiges bei raus. Das ist ganz komisch. Und sie klingen aber wie ein gestandenes Mannsbild, so, ne? Ja. Fällt ihnen gar nicht so leicht jetzt? Nee, auf alle Fälle fällt mir das nicht leicht, weil 15 Jahre kann man ja auch einfach nicht so... Vorher war ja auch alles in Ordnung, also wir hatten guten Sex normalerweise. Ja. Auf alle Fälle zweimal die Woche oder sowas in der Art jedenfalls. Ja. Das war schon alles normal gewesen. Wir haben auch viel zusammen unternommen und wie gesagt, so ungefähr seit 3 Monaten ist irgendwie völlig der Ofen aus. Passen Sie auf, Stefan. Wir machen Musik. Und wir machen es wie immer in der Zeit. Erzählen Sie uns, wo wir Ihre Frau hätten sehen können und wo ich Sie die Nummer hätte herhaben können, ja? Alles klar. Treu oder nicht treu? Gleich geht's weiter. Das neue Alster Radio 106.8 Rock'n'Pop. Hier läuft der Treue-Test. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das neue Alster Radio 106.8 Rock'n'Pop. Hier ist der Treue-Test. Das neue Alster Radio 106.8 Rock'n'Pop. Maren und AC am Morgen, der Treue-Test. Da ruft Stefan an. Stefan sagt, ganz blöde Kiste. Seit mittlerweile 3 Monaten zieht sich seine Frau Gabriele komplett von ihm zurück. Sowohl im Bett als auch mental. Die haben eigentlich viele gemeinsame Interessen. Sie hat an nichts mehr Freude. Sie entzieht sich ihm, er lädt sie zum Essen ein. Sie will nicht und hat ein verdammt ungutes Gefühl im Bauch. Ist das soweit richtig, Stefan? Ja, genau. Gut, dann ruft AC ihre Frau jetzt an. Sobald sie merken, irgendwas läuft, grätschen sie rein, ja? Okay. Ja, hallo? Hallo, Gabriele. Hallo? Andreas hier. Gabriele, darf ich du sagen? Ja. Entschuldigung, du kennst mich nicht, aber ich habe die Nummer von deiner Freundin Michaela. Und ich habe dich letztens gesehen und da dachte ich mir, ich muss dich unbedingt mal kennenlernen. Also ganz kurz zu mir, ich bin 32, ich bin groß und schlank. Ich laufe zwischendurch auch Marathon, bin auch gern irgendwie in anderen Städten unterwegs und... ich wollte dich fragen, ob wir uns nicht mal beim Glas Wein oder so und vielleicht sogar einer Kerze ein bisschen besser kennenlernen können. Oh nein, für sowas habe ich gar kein Interesse. Gabriele, gar keine Chance? Nein, ich kenne so viele andere Leute. Eigentlich habe ich dafür keine Zeit. Bist du ein Freund oder wie soll ich denn, warum? Ich verstehe das gar nicht. Also so als schnell bin ich noch nie irgendwie abgeblitzt. Nein, ich habe nicht einen Freund, ich habe viele Freunde. Wie viele Freunde? Ja. Hallo? Ja. Weißt du, wer er ist? Wie, also du hast viele Freunde? Stefan? Ja. Hier ist Stefan, ja. Ja. Wie? Gabriele, hier ist das neue Alster Radio, 106.8 Rock'n'Pop, der Treue-Test. Und Sie sind im Radio und Ihr Mann hat uns angerufen. Oh. Ja, oh. Aber er hat doch gar keinen Grund. Wie, ich hab keinen Grund? Ja. In letzter Zeit läuft's bei uns nicht mehr und jetzt höre ich hier, dass du viele Freunde hast. Ja, andere Freunde. Wie andere Freunde?
Ich verstehe nicht. Mhm. Weil, was heißt andere Freunde? Unsere Beziehung ist also seit 3 Monaten, da kann man schon gar nicht mal Beziehung zu sagen. Wie soll ich das verstehen? Ja, ich werde in letzter Zeit von vielen Freunden besucht. Sie kommen zu mir. Wie, die kommen zu dir? Zu uns nach Hause, oder? Na auch, du interessierst dich ja nicht dafür. Jeden Abend muss ich die Balkonblumen allein gießen. Jeden Abend kommen sie. Auf dem Balkon, in den Balkonkästen. In den Balkonkästen? Ja. Hast du die noch nie gesehen? Gabriele, was für Freunde haben Sie in Ihren Balkonkästen? Ja, grün. Sie sind ganz grün. Ihre Pflanzen? Nein, die Freunde. Was machen die Freunde? Von einem anderen Stern. Was? Willst du mir jetzt erzählen, dass jetzt kommen Freunde vom anderen Stern, oder was? Ja. Hast du die noch nie gesehen? Jetzt, nur weil ich dich jetzt über das Radio überführt habe, möchtest du mir jetzt erzählen, dass Freunde vom anderen Stern kommen? Ja. Ja, na klar. Und das soll ich dir jetzt glauben? Ja, sie wollen mich mitnehmen. Die wollen dich mitnehmen? Sie wollen mich mitnehmen. Gabriele, ich möchte, ich hoffe, ich trete Ihnen jetzt nicht zu nahe und ich möchte auch nicht unhöflich sein. Mhm. Aber das klingt schon komisch, was Sie uns da erzählen. Also wenn Ihnen das jetzt doof ist und Sie wollen uns einfach nicht sagen, dass Sie was haben oder dann brechen wir den Test ab und es wird auch nicht gesendet, das ist alles okay. Mhm. Also dann sag doch die Wahrheit. Ich sag dir die Wahrheit. Es ist nicht der Nachbar, der mit einer Leiter kommt und im grünen Kostüm, oder? Nein. Ich dachte, du würdest dafür dich vielleicht auch mal interessieren, wer uns abends besucht. Aber sie wollen nur mich. Und was will dieser Besuch von Ihnen, Gabriele? Wir reden. Und dieses Strahlen in den Augen. Ich kann es nicht erklären, so kann kein Mann mit den Augen strahlen. Also das sind keine Männer, die zu Ihnen kommen. Können Sie uns den Besuch irgendwie beschreiben? Sie sind grün, groß und grün und haben ganz weiche, behaarte Hände und 3 Augen. Ich habe noch nie ein solches Strahlen aus den Augen gesehen. Das möchtest du mir jetzt erzählen. Gabriele? Ja? Sie fühlen sich aber gut, ne? Ich fühle mich sehr gut. Ja. Und Stefan, Ihre Frau nimmt auch keine Medikamente? Nee, nicht, dass ich es wüsste. Hm. Was jetzt? Gabriele? Ja? Auch wenn Sie sich ganz wohl fühlen, ne? Ich würde das ja für schlau halten, wenn Sie vielleicht, auch wenn die so toll sind, diese Besuchsmänner, die kommen, ne? Ja. Dann ist das ja vielleicht was Gutes, dann könnten Sie ja vielleicht zum Beispiel Ihrem Hausarzt mal erzählen, wer Sie da besucht. Ja, aber was hat mein Arzt damit zu tun? Naja, vielleicht brauchen die Männer auch mal Hilfe, denn es ist gut, wenn man zum Beispiel schon mal einen Kontakt zu einem Arzt hergestellt hat. Aber von uns ist niemand krank. Naja, aber die Sache mit den 3 Augen kann ja auch nicht gesund sein. Ja, warum soll es keine Wesen mit 3 Augen geben? Hm. Kennst du denn nicht das Märchen mit 1 Äuglein, 2 Äuglein, 3 Äuglein? Hm. Da gab es auch 3 Äuglein. Gabriele, lassen Sie sich von uns überhaupt nicht irritieren. Es geht Ihnen gut, das ist prima. Stefan, ich glaube, es ist klar geworden, dass Ihre Frau Sie nicht betrügt, oder? Ja, ich glaube auch. Da müssen wir irgendwie was anderes machen. Das denke ich auch. Und gar nicht schimpfen, aber einfach vielleicht doch mal Hilfe suchen. Ja. Ja? Das ist mir jetzt auch klar geworden. Okay. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Vertrauen und alles Gute. Alles Gute. Ja. Ja. Bedanke mich auch erstmal. Und wenn Sie noch Adressen wollen und Hilfe brauchen, bleiben Sie noch einen Moment in der Leitung. Wir geben Ihnen da gerne mit, was wir kriegen können. Das wäre ganz nett. Alles Liebe. Dankeschön. Wenn Sie auch testen möchten, rufen Sie jetzt an 0800 11 12 300. Denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das neue Alsterradio 106.8 Rock'n'Pop. Bleiben Sie uns treu.
Krass, machst du mal ins Telefon gehen, bitte. 0800 11 12 300. Moin, wer ist dran? Ja, schönen guten Morgen. Hier ist Holger. Und ich wollte mal was zu der Frau sagen, die eben gerade im Treuetest gewesen ist. Sie meinen mit der Dame, die nachts Besuch bekommt von grünen, flauschigen Außerirdischen. Genau die. Und zwar, ich kann diese Frau durchaus verstehen, weil, und jetzt halten Sie mich wahrscheinlich sowieso für bekloppt, aber das ist mir egal, das muss ich jetzt mal erzählen. Ich werde auch von Aliens ab und zu entführt. Ah, was? Jetzt sagen Sie nicht, dass Sie dann sexuell missbraucht werden. Nein, missbraucht werde ich nicht, aber ich werde ab und zu, so alle paar Wochen, nehmen die mich mit und dann zapfen die mein bestes Stück an. Holger, bitte was? Ja, die zapfen mein bestes Stück an. Die nehmen sich meinen Samen. Sie kriegen nachts Besuch von Außerirdischen, genau so, die dann ihren Samen abzapfen. Richtig. Warum? Sie kommen vom Planeten Ermakova. Von welchem Planeten sie kommen, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, sie werden das schon zu eigenen Zwecken verwenden, so zu ihrer eigenen Fortpflanzung. Und ich muss Ihnen auch ganz ehrlich sagen, ich bin da stolz drauf, dass ich da die Menschheit repräsentieren darf. Nachts kommen Außerirdische, zapfen ihren Samen ab, um damit eine neue Menschenart zu züchten. Und Sie sind stolz, dass Ihr Samen genommen wird. Genau, so kann man das sagen, ja. Haben Sie denn schon Diplomatenpass beantragt? Nein, bisher noch nicht. Gut. Holger, wie gehen denn, also verarschen Sie uns jetzt? Ich muss Sie das so direkt fragen. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Dann wird mir das hier langsam gruselig. Also wenn Sie jetzt gerade eingeschaltet haben, wir haben eine Dame im Treuetest, die bekommt nachts Besuch von Wesen, die sind grün, leben irgendwie auf ihrem Balkon und haben flauschige Hände. Ja, flauschig. Sie kriegen auch nachts Besuch von Außerirdischen. Vom Planeten Ermakova. Richtig. Ja, das mit dem Planeten. Aber das ist doch, okay. Wie sehen die denn aus? Also, genau erkennen kann ich sie nicht. Alles, was ich immer sehe, sind so Lichter und große, dunkle Gestalten. Haben Sie denn Angst, wenn die kommen? Nein, überhaupt nicht. Es ist eine ganz abgeklärte Situation. Es ist alles in Ordnung. Es ist ein warmer, heller Raum. Und mir geht's gut dabei. Haben die glänzende schwarze Augen? Das weiß ich nicht. Ich erkenne immer nur große, leuchtende Wesen und so. mit hellen, fiepsigen Stimmen und... Den Film hätte ich auch gesehen. Ja, die zapfen mich dann quasi an. Holger, mich gruselt's. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, das ist ja auch ihr gutes Recht. Sie bekommen Besuch von diesen samenzapfenden Aliens. Ja. Wie geht Ihre... Also ich meine, haben Sie das mal jemandem anders schon mal erzählt? Ja, habe ich ein paar meiner Freunde habe ich das schon erzählt. Die haben mich natürlich auch für total bekloppt gehalten. Aber ich kann Ihnen wirklich sagen, es ist so und ich bilde mir da auch nichts ein. Ich weiß auch, dass es so ist. Und mir geht es dann auch immer sehr gut. Ich bin ausgeglichen, ich bin ganz ruhig. Und haben Sie vielleicht einfach nur, entschuldigen Sie, wenn ich Sie das frage, haben Sie vielleicht einfach nur einen feuchten Traum? Das soll es ja geben bei euch, Karl. Das wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass Sie sich ruhig und ausgeglichen fühlen. Nein, absolut nicht, weil hätte ich einen feuchten Traum, dann würde man das ja auch sehen. Ja, so ist es. Aber man tut es ja nicht. Ich sehe es ja nicht. Ja, müssen Sie also nur Angst haben davor, dass Sie irgendwann eine Unterhaltsklage für Alien-Nachwuchs kriegen. Das weiß ich nicht, aber selbst wenn, ja, ich bin stolz auf diese ganze Geschichte, dass sie ausgerechnet mich genommen haben und ich hoffe natürlich auch, dass sie mich weiterhin mitnehmen und für ihre Zwecke meinen Samen dann benutzen. Holger, wenn Sie meinen, Sie bekommen nachts Besuch von samenzapfenden Aliens und sich wohl damit fühlen, hey, wer sind wir, um zu urteilen? Ich fühle mich sehr wohl damit, ja. Ich fand's auch lustig. Lustig, aber ich meine, das ist der zweite jetzt irgendwie. Das ist auch gruselig. Holger, Sie gruseln sich nicht. Wunderbar, schönen Tag Ihnen. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Maren und AC am Morgen. Nur hier. Das neue Alsterradio 106.8 Rock'n'Pop. Guten Morgen. There's a little black spot on the sun.